Die Wache der deutschen Luftrettung in Schachtholm in Schleswig-Holstein. Für Helidoc Britta beginnt der Tag mit einem Briefing durch Pilot Ben. Goldene Regel, wer nicht fit ist, darf nicht fliegen. Heute steht Notfallsanitäter Marco Britta bei den Einsätzen zur Seite. Tagesperformance, wie geht's euch? Gut, gut geschlafen. Passt, bei dir? Sehr gut. Alles gut? Ja. Ja, wenn man krank ist, muss man sich krank melden, ne? Aber es gibt natürlich auch vielleicht so einen Zustand, wo man selber noch nicht so ganz sich bewusst gemacht hat, Mensch, eigentlich habe ich doch irgendwie so eine schwarze Wolke über mir und dann merken, dass die anderen die ganze Zeit, das steht irgendwie vielleicht zwischen einem und durch so ein Gespräch kann es dann doch eher vielleicht dazu kommen, dass man sagt, ja stimmt, jetzt wo du fragst, ist ja doch irgendwie was los und dann kann man damit einfach auch besser umgehen als Team. Es kann ja sein, dass irgendwelche privaten Einflüsse, weiß ich nicht, die Frau, Freundin, Streit gehabt, hat sich getrennt, Kind krank oder was, das ist die belastet und deswegen fragen wir die Fragen einfach. Das kann ja alles sein, immer Einsatz, ein schlimmer Einsatz gewesen und man sagt danach, ich komme damit jetzt gerade nicht mehr klar. Versteht die Firma das auch, wenn wir sagen, wir sind jetzt mal raus, ne, für 2 Stunden? Ich habe so eine Situation erlebt vor 2 Jahren. Genau, vor 2 Jahren. Das war ein sehr belastender Kindereinsatz mit dem Kindernotfall, mit einem tödlichen Ausgang. Und dann kommt man einfach wieder und dann geht man, im Fachjargon ist das der Status 6, dann geht man einmal außer Dienst, damit man sich einmal sammeln kann, damit man sich im Team absprechen kann. Es war ein Einsatz, wo ein Kleinkind von seinem Großvater überfahren worden ist. Versehentlich, ne? Also einfach ein ganz blöder Zufall, ganz viel zusammengekommen, ganz tragisch vor Ort, natürlich auch die Bilder und die ganze Situation vor Ort, ne? Die Familie, das alles zu erleben, ist ja wirklich traumatisch. Damals wurden die Retter professionell betreut, um das Trauma zu verarbeiten. 6 Minuten nach dem Briefing schlägt der erste Alarm. Ja, wir müssen zum Verkehrsunfall. Es sind 2 Pkw miteinander kollidiert, so seitlich frontal. Das sind 3 beteiligte Personen, 2 Erwachsene und 1 Kind. Das ist die erste Meldung, mehr wissen wir noch nicht. Auf der Landstraße, also wahrscheinlich höherer Geschwindigkeit. 60 Sekunden nach dem Alarm betritt Britta das Flugfeld. Weitere 30 Sekunden später ist der Helikopterstart klar. Jeder der 3 Retter weiß, was zu tun ist. Das Ausrücken haben sie bis zur Perfektion geübt. Ja, Autounfälle können natürlich auch an Stellen vorkommen, die unübersichtlich sind, die irgendwo sehr ländlich gelegen sind. Man muss dann die Strecke sperren, dass man auf dem Acker, dass jemand in den Graben geschleudert ist oder übers Feld und irgendwo liegt. Das hatte ich auch schon, dass du auf der Autobahn guckst, da ist ja gar kein Auto und dann liegen die irgendwo auf dem Feld und man rechnet gar nicht damit. Die Unfallstelle ist beidseitig von einem Waldstück umgeben, sodass Pilot Ben keine andere Wahl hat, als das Rettungsteam in einiger Entfernung abzusetzen. Dabei haben Notärztin Britta und Sanitäter Marco Glück, dass der Zaun, der zwischen ihnen und dem Unfallort steht, unverschlossen ist. Du hast auch schon einen Schritt heute drauf. Komm ich gleich mit. Guten Tag. Moin. Wo dürfen wir denn hin? Einmal. Hier? Der andere, der hat die Weg gerade ausgeholt. Jo, alles klar. Wo wollt ihr hin? Habt ihr schon einen Plan? Nein. Es wäre schön, wenn ihr es einmal abklärt, weil wir würden mich dann auch gerne wissen, wo wir hin. Ja. Die Lage ist völlig unübersichtlich. Britta und Marco müssen sich erst einmal orientieren. Die beteiligten Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Moin. Sollen wir zu euch? Nee, wir haben den Sohn drin, der ist soweit stabil. Ja? Die Mutter ist in... Und die ist die schlechteste, oder? Ja. Wir haben sie erst hier mit drin. Ja. Und dann dachte sie, ihr Kreislauf wird auf einmal ganz komisch. Ja. Und nun sind wir gerade da mit Zugang on und off. Also die solltet ihr auf alle Fälle mal angucken. Ja, alles klar. Circa 70 beides. Airbags ausgelöst, etwas in der Sitzschale. Wie alt ist er? Moin. Er ist 6. Alles klar. Moin. Gut, und Sie sind mit 70 km/h, für die Notärztin. Sie haben, sind mit 70 km/h gefahren ungefähr? Circa, ja. 80 km/h. Und dann kam der da plötzlich raus? Der erste, genau. Es kam erst einer. Da war aber noch vernünftig Abstand. Ja. Dementsprechend, ja. Und dann ist der zweite da auch plötzlich noch rausgeschossen, als wenn er mich nicht gesehen hat. Ich bin im Gegenverkehr und dann habe ich ihn nur noch. Ab da weiß ich, ja, es hat plötzlich nur noch gequalmt. Mein Sohn hat gerufen, Mama. Ja. Sie ist ein bisschen nervös, weil sie unter Angststörungen leidet. Okay. Das haben wir aber so ein bisschen beruhigt jetzt, ne? Mhm. Ja, genau. Deswegen magst du auch die Maske einmal weiter. Ja, und dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen Kiel und die machen Neumünster am ersten RTW, ne? Ja, wir müssen einmal anmelden, wo die Leitstelle. Ja.
Die Frau steht unter Schock und hat womöglich innere Verletzungen davongetragen. Und auch der Unfallgegner hat beim Aufprall einiges abbekommen. Moin. Moin. Hallo, mein Name ist Marco Monnik. Ich versuche vom Hubschrauber aus gerade mal zu organisieren, wer denn gleich mal welches Krankenhaus besucht. Airbags haben ja ausgelöst. Ja, Sie haben in dem goldenen Auto gesessen. Ja, genau. Okay. Er hat Bypässe, 3 Stück. Hat ja. Eine Herzoperation 2007. Ja. Schwierig. Das könnte unterer Gurt sein, ne? Quer, ja. Quer verlaufender Gurt. Okay, gut. Ich telefoniere einmal mit der Leitstelle. Der dritte Verletzte ist ein 6-jähriges Kind. Der Junge weiß noch nicht, was mit seiner Mama ist. Britta, selbst Mutter von 3 Kindern, muss jetzt mehr sein als nur Retterin. Na? Moin. Hier, so ein Schreck, was? Minimal hat er so ein bisschen hier. Siehst du das ein bisschen? Jo, alles aber klar. Sonst? Und sonst, wenn wir hier so drücken, ist alles gut? Ja. Bauch tut nicht weh. Mhm. Die machen gleich einmal auch einen Ultraschall von dir und so, ne? Kopfschmerzen hast du auch nicht, mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt. Irgendwelche Vorerkrankungen habt ihr auch gefragt? Ich hab ein bisschen gezittert. Jo, das glaube ich, das würden wir alle machen. Guck mal. Papa soll mit. Moin, sind Sie der Ehemann? Ja. Ja, alles klar. Es sieht jetzt erstmal, ich bin die Notärztin. Ja, hallo. Großer Schreck jetzt in der Morgenstunde, ne? Ja. Haben Sie denn jemanden, der sich ein bisschen um Sie kümmern kann? Irgendwie, dass Sie jetzt hier... Ich wohne hier ja. Im nächsten Dorf, okay. Und fahre gleich nach Hause. Dass Sie da auch heil ankommen und alles? Meine Frau muss mir nur meinen Haustürschlüssel nochmal geben, weil so. Der liegt in der Firma. Ich komme direkt von der Arbeit ja, hierher. Sie oh, haben mich auf der Firma angerufen. Alles klar, ich organisiere das gleich. Ich schnack einmal mit meinem Kollegen, bin gleich wieder ja. Bei Ihnen, okay? Als Notärztin arbeitet Britta nicht einfach nur Verletzungen ab. Sie ist auch Seelsorgerin. Marco verteilt derweil die Patienten auf Krankenhäuser in der Region. Marco Monnik, die Christoph 42, moin. Wir haben 3 beteiligte Personen. Wir haben einmal aus PKW 1, haben wir Mutter und Kind. Für die hätten wir gerne einmal den Schockraum Uni Kiel, beide RTWs zusammen nach Kiel. Abfahrt ab hier, Eintreffzeit ca. 30 Minuten. Patient 2 aus PKW 2. Im 95831. Das sind die 3 Patienten. Ich spreche jetzt noch einmal mit meiner Notärztin und dann würden wir quasi die Einsatzstelle hier verlassen. Die Leitstelle klärt uns die Betten. Ja. Neumünster ja. Und Kiel. Ne? Und Kiel. Ja. Die rufen zurück, wenn das klar geht. Brittas und Markus' Job ist mit der Verteilung der Patienten abgeschlossen. Die beiden haben trotz der völlig chaotischen Lage einen ruhigen Kopf behalten. Jetzt hatten wir die Rückmeldung, dann stellt sich für mich noch die Frage, muss ich transportieren? Das wäre ja jetzt, wenn wir mehrere Schwerverletzte hätten, auch so, dass wir versuchen würden, die dann auf verschiedene Krankenhäuser zu transportieren. Dann hätten wir ja noch den Hubschrauber als zusätzliches Transportmittel, mit dem wir dann auch die Situation so ein bisschen entzerren können, dass eben nicht alle an den gleichen Ort kommen. Und das war jetzt aber nicht notwendig. Das schaffen die Rettungswagensatzungen auch ohne uns. Und dann sind wir jetzt wieder frei, falls ein anderer Notfall kommen sollte. Ein Mann mit einem hoch ansteckenden Krankenhauskeim soll so schnell wie möglich in eine Spezialklinik verlegt werden. Der Keim hat den gesamten Körper befallen. Bevor es losgeht, muss die 39-Jährige genauere Informationen einholen. Wie lange ist der schon im Krankenhaus? Hat er einen resistenten Keim? Ja. Kreislauf ist stabil? Okay. Gibt es eine Patientenverfügung? Ja. Ist dann besprochen worden? Ja, alles klar. Der Patient hat einen multiresistenten Keim im Nasenrachenraum. Also, und das ist auch letztendlich unabhängig von dieser Hautablösung, also so Bläschen am ganzen Körper, wo sich die Haut ablöst, so Wundestellen im Mund und am Gesäß und ja, also ganz furchtbar und auch eine Erkrankung, an der man mit großer Wahrscheinlichkeit verstirbt. Die Hoffnung ist, dass man ihn nach Lübeck auf die Schwerverwandtenstation verlegt, dass die das vielleicht noch behandeln können. Wobei der Zustand des Patienten insgesamt so kritisch ist. Ja, das ist so der letzte Grashalm, an dem man sich irgendwie so klammert. Für das Team besteht höchste Ansteckungsgefahr. Deshalb müssen die Sicherheitsvorkehrungen genau geklärt werden. Britta, Marco und Ben besprechen bei Ankunft am Krankenhaus, wie sie für das Wohl des Patienten, aber auch für ihr eigenes sorgen können. Hinten drin FFP2. Ja. Schutzkittel drüber. Ja. Und wenn alles gut läuft, dann reicht das auch aus.
Dann müssen wir hinterher nur alle personennahen Kontaminationsflächen desinfizieren. Der Patient kriegt einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und dann wäre das ausreichend. Wenn er natürlich jetzt erbricht oder sowas, das Problem ist die Aerosolübertragung grundsätzlich. Ja. Britta und Marco wissen, dass es gleich keinen hundertprozentigen Schutz für sie geben wird. Doch sie haben sich mit Leib und Seele der medizinischen Rettung verschrieben. Auch wenn das bedeutet, manchmal ein Risiko einzugehen. In Flensburg haben Britta und Marco Schutzanzüge und Schutzhauben angezogen und laden den Mann mit dem hoch ansteckenden Krankenhauskeim ein. Für Britta und ihr Team geht es diesmal auch um ihren eigenen Schutz. Die 40-Jährige riskiert für ihre Patienten ihre Gesundheit. Warte, kriegen Sie Luft? Ja? Wunderbar. Okay, weiter. Vorsicht mit dem Arm und den Perfusoren. Ja, sind die Schmerzen jetzt auszuhalten? Klar, es ist blöd, wenn man sich von jemandem anders helfen möchte und dabei selber sich gefährdet. Also deswegen steht natürlich Eigenschutz auch immer absolut im Fokus. Aber es gibt ja eben Arbeitsunfälle. Ne? Ich kenne natürlich auch Leute, die sich bei der Arbeit infiziert haben und haben halt eine Hepatitis C und dadurch ein Leberversagen. Das ist natürlich richtig blöd, wenn sowas passiert. Klar, man davor Respekt. Der 30-minütige Flug von Flensburg nach Lübeck zehrt an den Nerven des Teams. Doch alle sind erfahren genug, um äußerlich Ruhe zu bewahren. Und tatsächlich verläuft der Transport ohne besondere Vorkommnisse. Wir sind in Lübeck angekommen, ne? Genau. Jetzt fahren wir mal auf die Intensivstation. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Während der Patient umgehend auf die Intensivstation kommt, beginnt Ben, den Innenraum des Hubschraubers zu desinfizieren. Ja, jetzt aber gerade in Verbindung mit Corona haben wir das natürlich dann schon, ne, dass wir desinfizieren müssen. Man hat dann und wann mal wieder Meningitis-Patient oder irgendwas. Und dann muss man den natürlich desinfizieren, den Hubschrauber. Ja. Ben, Marco und Britta hoffen, dass sich der riskante Einsatz für den Mann auszahlt und er überlebt. Wir haben jetzt den Helikopter soweit wieder zurückgebaut und auch wieder hygienisch aufbereitet, dass wir jetzt erstmal zurückfliegen können. Heute ist Freitag, das heißt, jetzt wird sowieso nachher der Hubschrauber komplett desinfiziert. Er ist jetzt in einem Zustand, dass man auch wieder einen Patienten einladen könnte. Wir müssen ein paar Sachen waschen, die haben wir jetzt asserviert und können den Hubschrauber jetzt an den Nachtdienst auch übergeben, der dann die weitere Nachbereitung auch für uns übernimmt.